Das Problem der Türme von Hanoi ist, sie haben drei solche Stangen hier, auf die sie solche Scheiben rauflegen können, die offenbar in der Mitte ein Loch haben. Also wir gucken jetzt quasi von der Seite drauf. Und ihr Job ist es, diese Scheiben, die hier liegen, alle auf diesen Stapel zu bringen. Aber natürlich ist das nicht so einfach, sondern es gibt ein paar Regeln. Die eine Regel ist, sie dürfen immer nur eine Scheibe zur Zeit bewegen. Die zweite Regel ist, sie dürfen immer nur kleinere auf größere Scheiben legen und nicht umgekehrt. Mit zwei Stäben wäre das unmöglich, darum haben sie einen dritten Stab in der Mitte, den sie benutzen dürfen als Hilfsstapel. Sie dürfen also zwischendurch hier Scheiben lagern, aber auch hier immer die Regel anwenden, immer nur eine Scheibe zur Zeit bewegen, immer nur kleine auf größere Scheiben legen. Und wir fangen vielleicht mal mit einer kleineren Anzahl von Scheiben an. Sagen wir mal, machen wir mal zwei. Wenn Sie jetzt zwei Scheiben bewegen wollen, dann geht es halt nicht, dass man einfach die obere Scheibe nimmt und hier hinlegt, wo sie eigentlich hin soll, weil Sie dann ja mit der Scheibe darunter nicht weitermachen können. Darum macht man das natürlich anders. Und das mache ich jetzt nicht, sondern das macht das Programm für uns. Man legt das dahin und dann dahin. Also vielleicht nochmal ein bisschen langsamer zum Mitdenken. So, ne? So, das war jetzt natürlich zu einfach. Also machen wir das mal mit drei Scheiben und machen es vielleicht noch mal ein kleines bisschen langsamer und gucken uns an, was jetzt passiert. Wie würde das Programm das für uns machen? Oder vielleicht überlegen Sie erst mal ganz kurz, falls Sie das noch nie gesehen haben oder es wieder vergessen haben, wie Sie vorgehen würden mit drei Scheiben. Ich lasse das nochmal laufen und halte mal zwischendurch an. Und zwar hier. Was ich ja auch bei vielen von Ihnen gehört habe als Idee ist, dass man erstmal eine Teilaufgabe löst. Man löst nämlich erstmal die Aufgabe, zwei Scheiben irgendwo hinzubringen. Man soll ja eigentlich drei Scheiben irgendwo hinbringen. Und man bringt diese zwei Scheiben nicht dahin, wo sie nachher hin sollen, sondern damit sie nicht im Weg liegen, auf den Hilfsstapel. Und danach erst kommt die große Scheibe, die jetzt ja alleine liegt, hier hin. Und dann macht man dasselbe nochmal. Also Sie haben das Problem in Teilaufgaben zerlegt. Also Ihre erste Teilaufgabe ist, ich bringe zwei Scheiben irgendwo hin. Und das weiß ich ja schon, wie das geht. Das habe ich ja sozusagen im Schritt vorher gelernt. Dann transportiere ich die große Scheibe und danach bringe ich diese zwei Scheiben wieder irgendwo hin. Und zwar jetzt vom Hilfsstapel auf den, wo es eigentlich hin soll. Jetzt die große Scheibe und jetzt diese beiden Scheiben mit der gleichen Methode wie eben, nur mit vertauschten Stapeln hier hingebracht. Und diese Idee können Sie jetzt fortsetzen, indem Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Scheibe mehr nehmen, rekursiv daran gehen. Das ist nämlich der Grund, warum wir uns das überhaupt anschauen. Das löst man praktischerweise mit Rekursion sowas. Jetzt muss ich vier Scheiben transportieren und ich transportiere erstmal drei Scheiben und packe die auf den Hilfsstapel. Schauen wir mal langsam, was passiert. Da sind die drei Scheiben auf dem Hilfsstapel. Ja? Und jetzt bringe ich die vierte Scheibe hier rüber. Aber ich lasse das nochmal von Anfang an laufen, um Sie auch noch auf eine Kleinigkeit hinzuweisen. Also eigentlich ist jetzt klar, das ist wieder wie eben. Erst bringe ich drei Scheiben hier hin, dann die große Scheibe rüber, dann die drei Scheiben darauf. Und wie man drei Scheiben weiterbringt, weiß ich eigentlich schon. Aber ich halte trotzdem noch mal an einer anderen Stelle an. Wir fangen von vorne an. Das war mein erster Schritt. Ich will ja am Anfang drei Scheiben transportieren und um das wieder zurückzuführen auf den vorherigen Schritt, muss ich erstmal zwei Scheiben transportieren. Und die packe ich jetzt hier hin, in mein eigentliches Ziel. Das heißt, was jeweils mein Hilfsstapel ist, ist auch immer eine andere Position, ne? Ich will ja die drei Scheiben hier hinbringen auf den mittleren Stapel. Und um die drei Scheiben auf den mittleren Stapel zu bringen, muss ich erstmal die zwei Scheiben oben auf einen anderen Stapel bringen. Darum nehme ich einfach meinen Zielstapel. Dann kann ich diese Scheibe hier hinlegen, die beiden zurück, dann habe ich drei Scheiben hier, dann kann ich die darüber bringen und so weiter, ne? Jetzt nochmal in epischer Breite das ganze Ding. Jo. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen schneller und nehmen mal ein paar mehr Scheiben.
Und Sie sehen, dass man da jetzt schon ganz schön rackern muss. Irgendwann hat man dann auch verstanden, wie es geht, und es macht eigentlich gar nicht mehr so richtig Spaß, zuzugucken. Darum halte ich das hier jetzt mal an und stelle nochmal einmal auf Fullspeed und die maximale Anzahl von Disks. Und dann wird nur noch gezeigt, wie sich diese Stapel ändern. Und jetzt ist die eigentlich interessante Frage, und deswegen habe ich Ihnen das überhaupt gezeigt, wie lange läuft dieses Programm? Das ist eine Frage, die Sie in der Informatik noch öfter vorgesetzt bekommen werden, und die ist ja auch ziemlich wichtig für die Praxis, abschätzen zu können, wie lange ein Programm läuft. Und insbesondere, wenn Sie rekursive Algorithmen benutzen, ist das auf den ersten Blick nicht so leicht. Und Sie sehen, das geht gar nicht so richtig voran hier, ne? Der ist immer noch hier oben mit diesen Teilstapeln. Also vielleicht lassen wir meinem Geiste dieses Programm weiterlaufen und überlegen uns lieber nebenbei, wie lange das wohl brauchen wird. Beende das mal. Ich beschreibe mal ganz grob den Algorithmus. Wir haben da eben schon drüber gesprochen, diesen rekursiven Algorithmus. Ich möchte Folgendes machen. Ich möchte einen Turm der Höhe n bewegen. Also Algorithmus bewegen eines Turmes mit n Scheiben. Und dieser Algorithmus besteht aus drei Schritten. Ich will ihn jetzt in einer sehr vereinfachten Form darstellen, weil es mir nur darum geht, ganz grob abzuschätzen, wie lange das Programm wohl brauchen wird. Erster Schritt, hatten wir uns ja eben überlegt, wir nehmen alle Scheiben bis auf die unterste und transportieren die auf einen Hilfsstapel. Das heißt, bewege n-1 Scheiben auf Hilfsposition. Zweiter Schritt. Jetzt habe ich diese n-1 Scheiben auf die Hilfsposition bewegt. Das Einzige, was noch auf dem Startstapel liegt, ist die allergrößte Scheibe. Die lege ich jetzt auf die Zielposition. Also bewege größte Scheibe auf Zielposition. Und drittens, jetzt mache ich das gleiche wie oben wieder. Ich bewege die n-Scheiben von der Hilfsposition auf die Zielposition. Bewege n-1 Scheiben von Hilfs auf Zielposition. Das ist die grobe Idee des Programms, und diese beiden Schritte sind natürlich die rekursiven Schritte. Der Algorithmus ist dafür da, n Scheiben zu bewegen, und an den beiden rot eingekreisten Schritten will ich n-1 Scheiben bewegen, und da ruft das Programm sich natürlich selbst auf, weil es genau dafür ja da ist. Also das hier ist die Rekursion in dem Programm. Und ich möchte jetzt wissen, ich möchte ausrechnen, wie lang dieses Programm läuft, wobei ich natürlich jetzt nicht so eine Anzahl in Sekunden oder sowas haben will, sondern ich möchte da irgendwie ein Maß für haben, um das abschätzen zu können. Also ich schreibe mal hin, sagen wir mal, T wie Time. Time n soll sein die Zeit, und ich schreibe das mal in Häkchen, weil es ist relativ egal, was für ein Zeitmaß wir nehmen, werden Sie gleich sehen. Die Zeit für obigen Algorithmus mit n Scheiben. Das ist das, was ich gerne wüsste. Und jetzt können wir uns mal überlegen, was können wir denn über diesen Algorithmus sagen. Also das ganze Ding hier soll also insgesamt einen Zeitverbrauch haben von Tn. Hängt natürlich von n ab. Und jetzt zerlegen wir das mal in die Einzelschritte und schauen mal, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Wie lang braucht denn dieser Schritt hier? Nur dieser erste Schritt. Dieser Schritt braucht Tn-1.
Und natürlich braucht dieser Schritt genauso lange. Tn-1 Zeiteinheiten. Diese beiden Schritte, dafür haben wir ja gerade diese Zahl t definiert, die sagt uns, wie lange der Algorithmus braucht für n Scheiben. Und hier wenden wir denselben Algorithmus wieder an, nur für eine Scheibe weniger. Also brauchen wir jeweils tn-1 Zeiteinheiten. Und dieses hier, dieser Schritt, bewege eine Scheibe, das braucht natürlich auch einen bestimmten Zeitaufwand, der aber natürlich immer derselbe ist. Also wir stellen uns jetzt vor, es macht keinen Unterschied, ob wir eine große oder eine kleine Scheibe bewegen, weil das ja ein Programm ist. Das ist nicht jemand, der wirklich eine Scheibe trägt und eine große Scheibe dauert länger als eine kleine, sondern das dauert immer gleich lange. Und wir können quasi alles, was noch irgendwie an Verwaltung in diesem Programm drin ist, also wenn da irgendwelche If-Abfragen oder sowas drin sind, in diesen einen Schritt reinpacken und sagen, eine konstante Zeit C wird da gebraucht. Ja? Und wenn Sie sich das anschauen, brauchen wir also insgesamt für Tn, Tn-1 plus C plus Tn-1 Schritte. Ich schreibe das mal hin. Da oben steht also, Tn ist Tn-1 plus Tn-1, also 2 mal Tn-1 plus C. Und eine weitere Sache wissen wir noch, nämlich, Sie sehen schon, wir haben hier eine rekursive Definition stehen. Wie viel Zeit braucht man wohl, um null Scheiben zu bewegen? Gar keine Zeit, weil da nichts zu tun ist. Ja? Das ist ein sinnvoller Startwert. So, und wenn Sie das beides haben, dann haben Sie eine lineare Rekursion erster Ordnung. Und nach dem, was wir eben gerade gemacht haben, können wir jetzt Tn in einer geschlossenen Form darstellen. Das heißt, wir können jetzt ausrechnen, wie lange das Programm wirklich braucht, wie viele Schritte oder Zeiteinheiten es braucht, um n Scheiben zu bewegen. Denn wir haben hier jetzt ja, das hier ist unser Lambda, das ist unser C, es heißt sogar wieder C, das ist der konstante Faktor, der dazu addiert wird, und das hier ist unser Startwert, den wir oben A0 genannt haben. Und das müssen wir einfach in die Formel einsetzen für lineare Rekursion, und die besagt Tn ist dann also Lambda hoch n, hatten wir ja, also in diesem Fall ist das 2 hoch n, mal Startwert, mal 0, aha, plus 1 minus Lambda hoch n, also 1 minus 2 hoch n, geteilt durch 1 minus Lambda, also 1 minus 2, mal c. Und wenn wir das ausrechnen, hier hatte ich ja schon mal gesagt, ich kann ja Zähler und Nenner beide mit minus 1 multiplizieren, dann kann ich auch 2 hoch n minus 1 durch 2 minus 1 rechnen. 2 minus 1 ist 1, also hier wird einfach durch 1 geteilt. Hier kommt also einfach raus 2 hoch n minus 1 mal c. Und wenn Sie hier mal hinschauen, wenn Sie sich überlegen, was passiert bei großem n, ist das relativ Wumpe, ob Sie hier noch 1 abziehen oder nicht. Also entscheidend ist eigentlich die Größenordnung für die Laufzeit ist 2 hoch n mal c. Und vielleicht wissen Sie schon, dass 2 hoch n eine Funktion ist, die extrem schnell wächst. Ja, also auch wenn ich hier nicht so große Werte für n einsätze, kommen für 2 hoch n extrem große Werte raus. Und zwar sind diese Werte so groß, dass es im Endeffekt nachher nicht mal mehr eine Rolle spielt, was c eigentlich ist. Ich hatte Ihnen ja am Anfang gesagt, ich will mich gar nicht so festlegen, was die Zeiteinheit ist. C kann jetzt irgendwas sein. Sagen Sie, ein Programmdurchlauf dauert 10 Sekunden oder er dauert eine Milliardstel Sekunde. Das wird mal genommen mit diesem Faktor und der hängt von n ab. Und ich habe Ihnen zum Abschluss mal als Modellrechnung Folgendes ausgerechnet. Es gibt nämlich eine alte Legende. Das Ding heißt ja Türme von Hanoi, weil das auf irgendeiner alten Legende beruht. Angeblich sitzen irgendwo in einem versteckten Tempel in Vietnam ein paar Mönche, die vor solchen Scheibenstapeln sitzen und die genau das machen, was ich eben beschrieben habe. Die sollen also solche Scheiben von einem Stapel zum anderen bringen. Und zwar gehen wir mal davon aus, das sind ganz viele, die machen also nie Pause und die wissen genau, was sie tun, die machen auch keine Fehler. Die transportieren also in jeder Sekunde eine Scheibe. Und die Legende sagt, die haben 64 Scheiben und wenn sie die alle vom ersten auf den dritten Stapel transportiert haben, dann geht die Welt unter. 64 Scheiben. Also müsste man T von 64 ausrechnen. Und ich hatte ja gesagt, C soll sein eine Sekunde. Und wenn Sie das mal ausrechnen, dann kommen Sie auf 2 mal 10 hoch 19 Sekunden, die die Mönche brauchen werden. Das wird Ihnen jetzt vielleicht nicht so viel sagen, ob das viel oder wenig ist. Darum will ich Ihnen mal eine Vergleichszahl geben. Nach dem, was die Physiker momentan glauben, ist das Alter des Universums seit dem Urknall ungefähr 5 mal 10 hoch
17 Sekunden. Das heißt also, das Alter des Universums nicht ganz mal, also ungefähr mal 50. So lange können Sie noch beruhigt weiterleben, bis die Mönche mit ihren Scheiben da fertig sind. Also 2,64 ist schon eine ziemlich große Zahl. Aber worum es eigentlich geht, ist, wir haben gelernt, mit so einer linearen Rekursion umzugehen, und man kann also damit zum Beispiel auch von einem rekursiven Programm die Laufzeit abschätzen.